Hallo meine Lieben, heute habe ich wieder ein neues Video für euch und heute möchte ich euch gerne wieder ein paar Hypes aus der Drogerie zeigen und euch erzählen, was ich so davon halte. Es gab ja bereits einen Teil 1 dazu. Ich habe euch sowohl auf Instagram als auch auf YouTube nach euren Hype-Produkten befragt. Jetzt folgen wieder einige, die ihr genannt habt, aber auch einige, die ich ausfindig machen konnte. Und dann würde ich mich auch sehr freuen, wenn ihr mir wie immer diese Videofrage hier in den Kommentaren beantwortet und mich wissen lasst, ob ihr euch denn von Hypes anfixen lasst. Das würde mich sehr interessieren. Und dann würde ich sagen, starten wir direkt mit dem Video und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß dabei. Wir starten mit einer Lidschattenpalette von Catrice. Das ist so eine Lidschattenpalette, die recht viele Farben enthält, die allerdings alle sehr klein sind. Gibt es auch in mehreren Varianten. Ich glaube, diese Lidschattenpalette ist zusammen mit einer bräunlichen auf den Markt gekommen und da wurden sie ja direkt zu Beginn wirklich sehr stark gehypt. Ich habe damals diese Lidschattenpalette wegen der schönen bräunlichen, roséfarbenen Töne als sehr spannend empfunden. Finde sie auch heute noch spannend, obwohl ich mittlerweile nicht mehr so viel Pink trage. Hier sind matte Töne drin, aber auch schimmrige Töne und auch sehr grobe Glitzertöne. Auch das heutige Augen-Make-up habe ich fast ausschließlich mit dieser Palette geschminkt und ich finde, dass insbesondere die matten Farben wirklich sehr stark pigmentiert sind, auch gerade diese dunklen Brauntöne. Diese beiden Glitzer-Schimmertöne haben meines Erachtens nach noch Verbesserungsbedarf, weil sie eben zwei Farben enthalten, beziehungsweise die hier hat irgendwie fast drei Farben, da ist noch so ein Roséton mit drin und man kann das Ganze nicht ganz so gut auftragen und nicht so schön verblenden, obwohl das natürlich sehr cool aussieht. Für den Preis ist die Lidschattenpalette völlig in Ordnung, auch wirklich gut, auch für Drogerieverhältnisse. Dieses Hype-Produkt habt ihr mir genannt, fand ich super interessant, darauf wäre ich so, glaube ich, gar nicht gekommen. Das ist von Tetesept eine Aromadusche mit Mango und Kokosnuss. Das ist die Sommeredition, ist aktuell noch erhältlich, enthält kein Mikroplastik. Der Duft ist wirklich so ein typischer Sommerduft, riecht schon nach Kokos, aber hat auch eine sehr spritzige, fruchtige Note mit drin durch diesen Mango-Duft, der da noch mit drin ist. Also so eine richtig schöne Duftkomposition, die wirklich gute Laune macht, weil sie einfach auch sehr frisch und fruchtig eben ist. Schäumt auch sehr gut in der Dusche auf. Man hat auch wirklich ein schönes Reinigungsgefühl damit. Ich habe den Duft auch noch ein bisschen danach wahrgenommen. Wenn man sich da natürlich eincremt, dann nimmt man hauptsächlich den Bodylotion-Duft wahr. Aber kann ich sehr gut verstehen, dass dieses Duschgel aktuell oft in die Kamera gehalten wird. Finde ich auch sehr gelungen. Als nächstes habe ich hier ein Make-up-Produkt. Das ist von L'Oreal, diese Infallible Foundation bzw. Puder Foundation. Ich habe hier die Farbe, oh, die steht hier gar nicht mehr drauf. 180, kann das sein? Ich habe diese Foundation wirklich schon lange, auch schon in mehreren Varianten getestet. Also einmal habe ich sie über einer Foundation aufgetragen, dann habe ich sie auch nur als Foundation benutzt. Leider krümelt die schon ganz schön doll, da muss ich echt aufpassen. Und hier ist noch ein weiteres Fach drin mit einem Schwamm. Damit habe ich die Foundation jetzt auch schon einige Male aufgetragen, beziehungsweise hat mir das am Anfang gar nicht so zugesagt damit. Aber jetzt nach mehrmaligem Nutzen fand ich es doch ganz angenehm. Man muss natürlich sagen, dieses Produkt mattiert sehr stark. Dementsprechend betont es auch trockene Stellen wirklich doll. Es ist aber auch ein Produkt, was für ölige und Mischhaut geeignet ist, würde ich sagen. Als Puder über einer Foundation ist es schon sehr krass. Also da muss man schon aufpassen, dass das nicht cakey aussieht oder dass das einfach zu maskenhaft dann wird. Es deckt auch schon recht gut. Nicht so stark vielleicht wie High Coverage Foundations, aber schon stark. Nur ist es aktuell irgendwie so, dass meine Haut leicht kribbelt, fast brennt, wenn ich dieses Produkt alleine auftrage. Das fand ich jetzt ein bisschen komisch, ist aber wirklich ein interessantes Produkt, weil es Foundation und Puder wirklich vereint. Und ich finde auch, dass diese Foundation, wie auch immer, sehr lange haltbar schon ist. Das stimmt. Als nächstes habe ich hier das Reinigungsöl von Isana. Das soll Gesicht, Lippen und Augen schonend von Make-up befreien und enthält Mandelöl und Rosenextrakt. Ist außerdem für trockene und empfindliche Haut geeignet. Im Teil 1 habe ich euch das Balea-Reinigungsöl gezeigt und da haben mir einige geschrieben, ey, das Isana-Reinigungsöl ist doch viel besser. Ja, ich weiß, es wird auch gerade sehr gehypt und ich finde es auch von der Verpackung her, da habt ihr recht, viel besser. Also der Deckel sitzt viel fester drauf, ist auch zu 100% aus recyceltem Plastik hergestellt worden, also in der Hinsicht toll. Das Einzige, was mich hier dran stört, ist, dass hier Parfüm drin ist. Ich weiß, es ist wahrscheinlich nicht hochkonzentriert da drin sozusagen. Also Parfüm steht hier ganz hinten in der Inhaltsstoffliste.
Aber es ist eben trotzdem was drin und dann benutze ich schon lieber parfümfreies Reinigungsöl, weil ich finde, vom Effekt her sind die sich sehr ähnlich. Also das ist meine Meinung. Ich finde beide Reinigungsöle sehr ölig eben, lassen sich gut auf der Haut einarbeiten. Ich reagiere auch nicht auf dieses Reinigungsöl, das nicht, aber wie gesagt, ich würde dann immer eher ein parfümfreies Produkt bevorzugen. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn man wirklich sehr empfindliche Haut hat. Vielleicht irritiert das Parfüm dann trotzdem, aber man wäscht das Öl ja auch wieder ab vom Gesicht, also es bleibt ja nicht dauerhaft drauf. Ein Hype-Produkt, das von euch so oft genannt worden ist, ist von Maybelline diese Mascara hier. Die wurde direkt zu Beginn, als sie noch nicht mal in Deutschland erhältlich war, ja schon sehr stark gehypt. Die hat eine Silikonbürste, ist auch flexibel, das Bürstchen oder das Köpfchen hier. Die Borsten sind unten lang und oben werden sie immer kürzer. Ich habe euch schon mal gefilmt, wie ich diese Mascara erstmalig aufgetragen habe. Das blende ich euch jetzt auch nochmal ein. Ich hoffe, ihr könnt euch davon so einen kleinen Eindruck verschaffen. Man sieht nämlich da schon sehr schön, dass die Wimpern wirklich sehr gut definiert werden. Und das ist mir auch immer sehr wichtig. Und sie werden auch wirklich schön lang. Das kann man nicht anders sagen. Damals habe ich, glaube ich, auch schon gesagt, dass ich durch diesen krassen Hype noch etwas mehr erwartet habe. Aber man kann nicht abstreiten, dass die Mascara wirklich schön definierte, lange Wimpern macht. Was ich auch noch lobenswert finde, ist, dass sie nicht so stark klumpt. Also wenn man damit vorsichtig umgeht, dann, wie gesagt, werden die Wimpern wirklich schön definiert und nicht gleich zusammengeklebt. Und das finde ich schon sehr gut. Hier haben wir dann noch ein Bräunungsöl von Hawaiian Tropic. Das habe ich so oft auf Instagram, glaube ich, und auch auf YouTube gesehen. Das soll den Duft von Kokosnuss enthalten, enthält aber keinen Sonnenschutz. So, wenn ihr Leon, also X-Skincare, folgt auf Instagram, dann wisst ihr ja, dass er jetzt etwas zum Thema Bräunungsöl veröffentlicht hat. Also ein Bräunungsöl kann man sich auftragen, um den Bräunungsprozess zu beschleunigen. Was Leon allerdings gesagt hat und was ich auch sehr logisch finde, ist, dass Öl ja Sonnencreme eigentlich löst. Dementsprechend ist damit kein großer Sonnenschutz gegeben. Was ich aber dazu sagen muss, ich schätze Leon und seine Recherche und sowas wirklich sehr, aber ich möchte trotzdem noch mal an euch appellieren, weil ich ganz, ganz viele kenne, die einfach zu 100% alles so machen, was Leon sagt, dass man trotzdem einige Dinge einfach hinterfragt. Ich möchte ihm in keinster Weise unterstellen, dass er mit irgendwas Unrecht hat, aber trotzdem muss man einfach für sich auch so ein bisschen gucken, was einem hilft und so weiter. Aber das meine ich jetzt gar nicht speziell auf dieses Thema. Wie gesagt, das klingt für mich alles logisch, dass hier der Sonnenschutz wahrscheinlich auch einfach nicht stark mitgegeben ist und man sich damit schneller verbrennen kann. Ich muss allerdings sagen, ich habe davor ja immer das Garnier-Bräunungsöl benutzt, habe mir damit aber keinen Sonnenbrand oder ähnliches geholt. Ich hatte auch nicht das Gefühl, dass meine Haut damit doll strapaziert wurde, als ich damit in der Sonne war. Ich bin allerdings damit auch nicht Sonnenbaden gegangen, sozusagen. Also ich habe es einfach aufgetragen, wenn ich draußen unterwegs war. Dieses Öl riecht im Vergleich zu dem Bräunungsöl von Garnier auch deutlich weniger nach Kokos. Also es riecht für mich eher fruchtig. Ich rieche da Kokos eigentlich gar nicht raus. Es ist durchsichtig, wie ihr seht. Es ist natürlich auch sehr ölig, auch sehr reichhaltig. Also man merkt es schon auf der Haut. Im Vergleich zu Garnier zieht dieses Öl allerdings auch etwas schneller ein trotzdem. Man sollte damit scheinbar wirklich vorsichtig sein. Hier habe ich noch ein Öl, diesmal allerdings von Isana. Das ist das Allround-Öl. Das habe ich auch gekauft, weil das so gehypt worden ist und weil das auch am besten bewertet war auf Rossmann oder zu den am besten bewerteten Produkten auf der Rossmann-Seite gezählt hat oder zählt. Was ich sehr schön finde, ist, dass der Flakon aus Glas besteht und auch das Design sieht toll aus. Hier wurde der Geruch vor allem immer sehr gelobt und ich kann euch sagen, der riecht wirklich genial. Also es ist ein sehr edler, eleganter Duft. Aber auch der hat so eine spritzige Note mit drin, weshalb es nicht ganz so schwer riecht und schon noch so ein bisschen frisch. Das ist die Pipette, damit könnt ihr das Öl dann so auftragen. Es ist schon für ein Öl sehr wässrig, finde ich, obwohl man es, wenn man es aufträgt, merkt, dass es eben auch sehr reichhaltig ist. Es zieht dementsprechend nicht ganz so schnell ein. Allerdings muss ich auch sagen, man braucht recht viel von dem Produkt, bis man auf der Haut wirklich oder bis man denkt, dass man die Haut wirklich komplett eingeölt hat, sozusagen. Man kann dieses Öl übrigens auch auf dem Gesicht anwenden. Das habe ich nicht gemacht, weil da eben auch wieder Parfüm drin ist und das Öl würde man ja dann nicht abwaschen. Auf dem Körper finde ich Parfüm nicht so schlimm. Da mag ich es eher, weil man dann ja auch danach riecht und die Haut da nicht so empfindlich ist. Und wie gesagt, der Duft ist wirklich der Hammer und den nimmt man auch recht lange noch auf der Haut wahr.
So, und dann habe ich hier noch ein Reinigungsschaum von Balea. Das ist einer, der Mandelblütenextrakt enthält und besonders mild sein soll. Er soll für trockene und empfindliche Haut geeignet sein. Eigentlich gibt es ja noch die Variante für normale bis Mischhaut, die ich eigentlich interessanter fand. Aber mit diesem Schaum schont man die Haut eben ein bisschen mehr, obwohl hier auch Parfüm drin ist tatsächlich. Also wie in der anderen Variante auch. Ich zeige euch mal kurz den Schaum. Der ist recht leicht eigentlich, aber lässt sich sehr gut auftragen. Riecht auch wirklich angenehm, riecht natürlich so ein bisschen nach Babyprodukt. Also ich hatte schon das Gefühl, dass der Schaum das Make-up ganz gut abbekommen hat. Dazu muss ich sagen, ich habe ja eigentlich meinen Reinigungsschaum von Yapoda. Der ist allerdings schon wieder fast leer, deshalb habe ich jetzt hier diesen Nachschub gleich besorgt. Das hat ganz gut gepasst. Der ist ja auch deutlich günstiger. Aber ich bin mir nicht so ganz sicher, ob er langfristig auch wirklich dann was gegen Unreinheiten tut, wie der Yapoda-Schaum eben. Ich benutze Reinigungsschaum immer im zweiten Schritt, hatte ich euch ja schon mal erzählt, aber vielleicht gibt es ja noch einige, die das nicht wissen. Wenn ich Foundation drauf habe zumindest, dann benutze ich zunächst ein Reinigungsöl und darüber dann nochmal oder danach dann nochmal den Reinigungsschaum. Das funktioniert bei mir immer sehr gut und dann weiß ich, dass meine Haut auch wirklich gut gereinigt ist. Also ich muss den Schaum vielleicht noch etwas länger testen, aber da kann ich euch dann gerne auf dem Laufenden halten natürlich. So, meine Lieben, und das war's dann mit dem Video. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Ich hoffe auch sehr, dass ihr vielleicht noch einen weiteren Teil dazu sehen möchtet. Lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da, wenn das so ist. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und sage Tschüss.